2. Oktober 1910 versammelte sich eine gewaltige Menschenmenge im East River Park, um zum 9. Mal den Deutschen Festtag der Vereinten Deutschen Gesellschaft von New York City zu begehen. Zu den Feierlichkeiten zählten Orchester- und Chormusikerführungen sowie Vorführungen des Turnvereins. Dazu wurden traditionelle deutsche Spezialitäten serviert. An diesem Tag wurde auch der East River Park zu Ehren eines deutsch-amerikanischen Staatsmannes in Karl Schurz Park umbenannt. Karl Schurz stammte ursprünglich aus Köln. Er emigrierte als politischer Flüchtling in die Vereinigten Staaten und begann sich bald für die amerikanische Politik zu interessieren. Schurz diente in der Nordstaatenarmee von Präsident Lincoln als General, war amerikanischer Senator und Botschafter und wurde schließlich im Jahr 1877 zum Innenminister ernannt. Er verfasste einflussreiche Schriften und viele Politiker seiner Zeit wandten sich an ihn, damit er sich für sie einsetzte. Schurz lebte und arbeitete an vielen verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten. In der Stadt New York ließ er sich erst im Jahr 1881 nieder. Er fungierte als leitender Redakteur bei der Zeitschrift The Nation und bei der New York Evening Post und schrieb Beiträge für Harper's Weekly. Außerdem setzte er seine politischen Tätigkeiten fort. Als Karl Schurz im Jahr 1906 starb, sagte Präsident Grover Cleveland, der Tod von Karl Schurz erschüttert die gesamte Nation. Obwohl er bereits in vorgerücktem Alter war und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, übte er noch einen starken Einfluss auf das Leben und Denken seiner Mitbürger aus. Dies kam auch in der Kampagne von 1910 zum Ausdruck, den East River Park zu Ehren von Karl Schurz umzubenennen. Der Ort, der später der Karl-Schurz-Park werden sollte, hatte während des Unabhängigkeitskrieges der amerikanischen Armee als strategischer Verteidigungspunkt gedient. Hier stand ein Fort, von dem aus eine wichtige Schiffspassage, das Hell Gate, kontrolliert werden konnte. In diesem Park ließ der Schiffsmagnat Archibald Gracie im Jahr 1799 ein Herrenhaus, Gracie Mansion, errichten. Seit 1942 dient Gracie Mansion dem New Yorker Bürgermeister als Residenz. Zuvor war es die erste Heimat des New Yorker Stadtmuseums. Heute blickt man vom Karl Schurz Park auf den East River, den Leuchtturm auf Roosevelt Island, die Robert F. Kennedy Brücke, Randall's Island und Ward's Island. Im Park finden das ganze Jahr über Veranstaltungen wie Gratiskonzerte und Ausstellungen statt.